zufrieden aufgrund der ja, knappen 0-1 Heimniederlage. Wir sind relativ rasch in Rückstand geraten, glaube nach 3 Minuten. Haben dann ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen, weil uns ja, die Austria auch keinen Gefallen getan hat, sehr, sehr viel mit langen Bällen operiert hat. Und natürlich mit dem 1-0 im Rücken, sie mussten ja nicht so viel machen. Wir mussten dann trotzdem so nach 25, 30 Minuten ja, die richtigen auch Mittel gefunden, eine Großchance gehabt im 1-gegen-1 von Ante Bajic. Einmal noch einen Lattenschuss nach einer Flanke, dann nochmal in der 45. glaube um ein paar Zentimeter vorbei, der Abschluss von Gschweidl. Wir waren nah dran, dass wir das 1-1 noch in die Halbzeit mitnehmen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann wieder 3-4 ja, hochkarätige Chancen liegen gelassen. Was den Abschluss betrifft, waren wir heute ein bisschen glücklos. Der Auftritt war aber in Ordnung von den Jungs. Sie haben alles versucht, alles gegeben. In Wahrheit haben wir, glaube ich, einen richtigen Torschuss von der Austria zugelassen und 6-7 Chancen gehabt. Trotzdem stehen wir mit leeren Händen da. Wir sind enttäuscht, was das Ergebnis betrifft, aber wir schauen nach vorne. Genau wie der Coach, also sehr ungünstig in die Partie gestartet mit einem 0-1. Und ja, dann glaube ich, haben wir sich gut erfangen und auch gute Tormöglichkeiten gehabt. Aber leider waren wir im Abschluss ein bisschen glücklos heute. Aber ich denke, wir haben eindeutig mehr Spielanteile gehabt. Und ja, leider haben wir unser Pressing nicht ganz umsetzen können, weil die Austria wahrscheinlich hat uns gut analysiert und wir wollten natürlich mehr Ballgewinne im Aufbau von der Austria provozieren, aber die haben mit vielen langen Bällen operiert und hat eigentlich unser Pressing ein bisschen zerstört dadurch. Und ja, schade, wir stehen mit leeren Händen da, aber ich denke, die Leistung war okay. Danke Thomas. Ja, darf ich um eure Fragen bitten? Als erster der Herbert Fuhrmann, bitte. Herr Thomas, vielleicht gleich an dich. Du bist ja ein sehr selbstreflektierter, erfahrener Spieler, selbstkritisch. Hast du zwar ein Gegentor gesehen, du warst ja direkt beteiligt. Leider habe ich es noch nicht gesehen. Ich kann jetzt das im Spiel so schildern. Ich denke, ich habe ein 1-1 Kopfbeduell, das habe ich leider verloren. Ja, so ist der Ball drin gewesen und die Kopfbeduelle natürlich schon gewonnen und schade. Weitere Fragen? Herbert, noch eine Frage? Vielleicht dabei zu bleiben, Frage an den Trainer. Wie haben Sie es gesehen bei Gegentor? Was ist falsch gelaufen, auch in der Entstehung? Ja, ich habe noch keine Zeit gehabt, dass ich mir das genau anschaue. Ich glaube, wir haben ein Zuordnungsproblem gehabt auf der linken Seite. Der Karriere kommt frei zum Köpfen und ja, der Benny Pichler macht es einfach gut. Er ist ein sehr, sehr dynamischer, athletischer Spieler, ein kopfballstarker Spieler und hat eine kurze Unaufmerksamkeit von uns einfach ausgenutzt und köpfelt den Ball rein. Ja. Das ist glücklich, ja. Was die Stürmerposition betrifft, sind wir natürlich sehr, sehr dünn aufgestellt. Wir haben eigentlich einen Neuner, das ist der Gschweidl Bernd, der heute ordentlich gespielt hat, aber auch nicht so diese Leistung jetzt angeknüpft hat, die er schon in der Vorbereitung gezeigt hat, die auch nötig wäre. Und dann haben wir einfach, was den reinen Stürmer betrifft, nichts mehr zum Nachschießen. Wir mussten dann den Bernd auch rausnehmen, weil er sich ja verausgabt hat und haben dann mit 2 Spitzen gespielt und haben dann Ante Bajic und Marco Grühl vorne gehabt als Sturmspitzen. Das sind aber beide klassische und typische Außenspieler. Also was diese Position betrifft, sind wir sehr, sehr dünn aufgestellt, weil auch der Sully einfach seit Monaten einfach jetzt ein riesengroßes Fragezeichen ist, was seine Gesundheit betrifft, was seine Rückenprobleme sind. Und seit ich da bin, ist er 3 Wochen, anderthalb Mal mit der Mannschaft trainiert hat. Wann der zurückkommt und in welchem Zustand er zurückkommt, ist absolut offen. Nochmal, wir sind da sehr dünn aufgestellt, aber auch ohne Stürmer waren heute genug Chancen, dass wir zumindest ein Tor machen. Wie weit ist Patrick Möschel so? Wann kann man mit ihm rechnen? Ich meine, er hat ja nun lange keine Spielpraxis gehabt, ist aber jetzt auch schon ein paar Wochen im Training. Man muss ihn behutsam aufbauen. Wie ist das aus Ihrer Warte? Der Patrick soll morgen ins Mannschaftstraining einsteigen, war jetzt die letzten Wochen im Individualtraining unterwegs, auch mit einem Privattrainer. Der Patrick wird sicher Zeit brauchen, die Zeit wird auch bekommen von uns. Ich gehe davon aus, dass wir hoffentlich dann spätestens gegen Sturm Graz auf Patrick zurückgreifen können. Das gibt uns natürlich in der Offensive noch eine weitere Option und die brauchen wir. Die Woche war natürlich sehr intensiv und auch was meine Person betrifft, das ist alles recht neu für mich, aber ich habe da versucht, da keine Energie aufzuwenden in das. Ich habe dir, Markus, gesagt, dass ich auch keine Zeitungen lese und einfach ja, versuche, mich ein bisschen selber davor einfach zu schützen. Nichtsdestotrotz hat mich das überhaupt nicht abgelenkt oder irgendwie Energie gekostet, was die Arbeit mit meiner Mannschaft betrifft.
nach so einer kurzen Vorbereitung in 3 Wochen und mit so viel, ja, kann eine Mannschaft noch nicht so weit sein. Aber das haben wir alle gewusst. Wir wollen uns das Stück für Stück erarbeiten. Summa summarum haben wir heute in 90 Minuten einen richtigen Torschuss von der Austria zugelassen und um 5, 6 Chancen gehabt. Wir sind auf dem, natürlich ist das Ergebnis sehr, sehr unglücklich. Ich habe mir den Start natürlich auch, wie wir alle, anders vorgestellt. Aber wir werden uns das alles von Spiel zu Spiel erarbeiten. Und Ende Mai ist es dann wichtig, wo wir stehen. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich.